Thorsten Schippe, Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Thorsten, hallo erstmal. Deine Eindrücke vom Spiel? Manu, grüß dich. Die Eindrücke, ja, es ist ziemlich ärgerlich gewesen, natürlich. Und wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Fehler gemacht. Und die Fehler haben wir in der Halbzeitpause abstellen können. Die Jungs sind rausgekommen, haben sich zurückgefightet. In Unterzahl haben wir dann eine der stärksten Phasen gehabt, haben Punkte erzielt. Und umso ärgerlich ist es, dass wir in der ersten Halbzeit wirklich viele Fehler gemacht haben. Ja, die Strafkickquote in der ersten Halbzeit, die war schon sehr auffällig. War das jetzt allein auf die Undiszipliniertheit unserer Jungs zurückzuführen oder hatte das auch was mit dem Schiedsrichter zu tun? Ob es was mit dem Schiedsrichter zu tun hat, kann ich von hier aus schlecht beurteilen. Von der Seite kann man das immer sehr schlecht sehen. Ich denke nicht, dass es was mit dem Schiedsrichter zu tun hat. Ich glaube, er hat sehr korrekt gepfiffen und vielleicht manchmal ein bisschen kleinlich, aber alles der Regel entsprechend. Und wir haben wirklich zu viele Fehler gemacht. Also auch Ballverluste, Handlingfehler sind dabei gewesen. Und das ist wirklich ärgerlich, weil wir das ganze Wochenende daran trainiert haben. Du hast es angesprochen, das Comeback in der zweiten Halbzeit. Also da waren wirklich ein paar der Führungsspieler ganz präsent. Snako Vidica habe ich da ganz viel gesehen. Tim Kasten, Benny Krause, der eingewechselt wurde, hat eine starke Partie gezeigt. Woran lag es, dass es dann am Ende trotzdem nicht gereicht hat? Woran lag es? Ja, also ich denke mal, wir hätten unsere Straftrittmöglichkeiten, die wir gehabt haben, auch nutzen müssen, weil Fabs ist ein sicherer Kicker. Das hätte uns auf jeden Fall einen riesen Vorteil gebracht, hätten sie noch mehr unter Druck gesetzt. Selbst wenn nur einer gelungen wäre, wären wir nur 6 Punkte weg gewesen oder 3 Punkte. Oder wir hatten sogar die Chance, dann 3 Punkte in Führung zu gehen. Und diese Chancen muss man einfach nutzen. Und es waren noch 20 Minuten Zeit, dann den Vorsprung entweder auszubauen oder zu verteidigen. Das, was die Tschechen getan haben. Wir haben ja gesehen, in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Spielhälfte haben wir oft schon mit 2, 3 langen Pässen die Hintermannschaft der Tschechen sehr weit aufgefächert. Die haben echt große Probleme gehabt, das zu verteidigen. Aber wir haben große Probleme gehabt, die Bälle ordentlich vorzubereiten. Was könnt ihr jetzt machen, dass wir das innerhalb der wenigen Tage, die bis zum Belgien-Spiel bleiben, noch abstellen können? Also wir müssen natürlich auch viel ruhigere Bälle produzieren, vor allen Dingen für die Hintermannschaftsspieler. Die Stürmer waren teilweise nicht gut organisiert oder nicht organisiert genug. Daran hat es gelegen. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie präsent der Gegner ist. Also du hast es angesprochen, das Counter-Rocking bei den Tschechen war sehr gut. Sie haben uns oft Bälle wieder gestohlen oder auch Bälle, die wir schon sicher unter Kontrolle hatten, gestohlen. Und das sind Dinge, an denen müssen wir arbeiten. Jetzt habt ihr natürlich nicht den Luxus, das Team eine Woche zusammen zu haben vor dem Belgien-Spiel. Warum bist du trotzdem optimistisch, dass das nächste Woche hinhaut? Ich bin immer optimistisch, Manu. Ich bin grundsätzlich optimistisch, weil ich weiß, dass das eine gute Mannschaft ist und weil ich allen Spielern, die da sind, vertraue und ich weiß, dass sie gute Arbeit machen jetzt über die Woche, dass wir diese Dinge ausradieren können. Also wir können sie auf jeden Fall besser machen, da bin ich ganz sicher. Gibt es noch ein paar personelle Veränderungen bis zum Belgien-Spiel? Das hängt davon ab, wer uns von den auswärtigen Spielern noch zur Verfügung steht. Ansonsten sieht es so aus, als wenn die Mannschaft so, wie sie jetzt dasteht, bleibt. Es sei denn, es gibt jetzt, ich war noch nicht in der Kabine, irgendwelche schwerwiegenden Verletzungen, was im Moment nicht so aussieht. Okay, vielen Dank, Thorsten. Wir drücken wirklich ganz fest die Daumen. Schön, Manu.